Also Disclaimer, meine Haare sind nicht wirklich grün. Ich weiß nicht, warum es gerade so wirkt. Und eigentlich habe ich hier noch Kopf. Weil jetzt, wo ich noch so helle Haare habe, sieht man das ja erst recht nicht, ne? Hallöchen, ich bin mal wieder hier zusammen mit Michelle. Hi! Und wie immer drehen wir eine Challenge. Und zwar heute die... Disney Song Rate Challenge. Sehr schön. Ich habe so ein Faible für so lange Namen. Ja, irgendwie schon. Und zwar haben wir ein Video gefunden und da geht es darum, Disney Film Songs? Lied Song, Song? Songs, Lieder zu erraten. Wie auch immer man das nennen möchte. Also Lieder erraten. Zu erraten, die aus den Disney Filmen sind, nicht aus den Serien. Wir haben 15 Minuten. Das glauben wir, da steht nur Disney-Song. Das kann natürlich auch... Egal. Natürlich auch selber. Wir hoffen, es sind Filme, weil Serien kennen wir so. Das ist schon. Wir haben 15 Sekunden Zeit, bis das zu erraten. Und dann wird der in dem Video aufgelöst und wir sehen die Antwort. Das ist einfach, wer zuerst am lautesten schreit, würde ich sagen. Genau. Und... Also es kann laut werden. Und dann fangen wir mal an, wa? Okay. Ich habe Angst. Ich habe immer dieselbe Frisur, wenn ich mit Michelle drehe. Das regt mich irgendwie auf. Aber ich habe sie mir halt früh so schön geglättet. Ich wollte sie jetzt nicht noch irgendwie... Aber ich glaube, ich hatte sonst auch immer auf. Nee, obwohl ich hatte Zopf letztens. Du hattest Zopf bei der Anspuck-Challenge. Ja, weil ich mitgedacht weil habe. Weil du mitgedacht hast, im Gegensatz zu mir. Okay, wollen wir loslegen? Ja. Wir müssen da unten gucken. Das wünschst du dir sehr. Bald, doch nicht jetzt. Aber sch, glaub mir, Kind. Mama weiß mehr aus Rapunzel. Mutter weiß mehr. Ich hab super drauf überlegt, wie es auf Deutsch heißt. Rapunzel, Mutter weiß mehr. Oh Gott. Wer kriegt jetzt 10 Punkte ins Beide geschrien? Nein, du hast, weil ich habe überlegt, wie es auf Deutsch heißt. Okay. Ja! Vielleicht gewinne ich. Ich setze mir mal den Laptop auf den Schoß, dann geht das besser irgendwie. Nee, herrlich. Cruella de Vil 101 Dalmatiner. Durchbohrt dich ihr Blick, dann wirst du ganz still. Oh, lass dich. Nur so zur Info, hätten wir Serien-Intros gemacht, hätte ich gewonnen. Das stimmt, wir wollten eigentlich Kinderserien-Intros machen, aber wir haben gemerkt, dass wir... Dass also du einfach nichts weißt und nicht alles. Nee, ich kann nur die Super-RTL-Titel und du kannst nur die Kika-Titel. Und das ist irgendwie scheiße. Und keiner von uns kann die Nick-Titel. Nein, weil keiner Nick geguckt hat. Okay, ich lass es mal zu Ende laufen. Ich hätte das niemals erraten, ich hätte das den Film auch nie gesehen, ne? Zu meiner Verteidigung. König der Löwen! Wie heißt das Lied? Das Intro. Circle of Life. Kreis des Lebens. Ja, ist okay. Du hast ja den Bund. Ich dachte, wir erraten keine Namen, weil du die nicht kennst. Ach so. Okay, machen wir es jetzt doch. Na, hast du den jetzt, weil du warst schneller als ich. Na, ich habe König der Löwen, aber du hast den Punkt für den Titel. Nee, dann kriegst du den, weil wir machen nur Titel, oder? Ja. Na, ich dachte, wir machen nur Filme. Also ja, nur Filme, ja Filmtitel. Vielleicht sollten wir das nächstes Mal vorher klären. Wir können jetzt nicht nochmal anhören, weil wir anfangen, weil wir haben schon gehört. Okay, nächstes Lied. Toy Story. In mir. Wenn es draußen kalt und gefährlich ist und du dein schönes warmes Bett vermisst. Toy Story, du hast einen Freund in mir. Du hast einen Freund in mir. Zählst du mit? Ich hab zwei. Ja. Okay. Ich auch, sonst zähl ich mal mit. Mulan. Sicher? Weiß ich nicht, was hörst du? Nee. Ah, das ist auch Aristocats. Das sind diese komischen Katzen. Nein, das ist Susi und Strolch. Ach so, dann doch nicht. Falsche Rasse. Hoppla. Falsche Rasse der Haustiere. Nein, das sind aber auch Katzen. Siamesische Katzen. Ja, das ist trotzdem Susi und Strolch. Keiner kriegt einen Punkt, ich hätte es nicht erraten. Mulan? Ja, Mulan! Ja, das ist jetzt Mulan, toll. Ach, das ist dieses Sei ein Mann oder irgendwas. Den Film habe ich auch als Zeit. Oh, geiler Lied. Geiler Lied. Geiler Film. Geiler Film. Geiler Lied. Geiler Lied. Sommerwind. Frozen wie ein Kind. Hab ich nur einmal gesehen und fand den so scheiße. Im Sommer. Das
heißt das, was der komische Schneemann singt? In der Hand. Mein Schneekörper liegt im heißen Sand. Ich bin wahrscheinlich ganz knackig braun. Im Sommer. Also da bin ich ein kleiner Freak bei dem Film. Ich hatte sogar einen Adventskalender. Habt ihr in dem Vlog gesehen? Nein, der hatte auch 25 Türchen. Hey, ich war die Einzige, die am 25. noch Überraschung hatte, auch wenn nur wieder ein Stern war, wie 24 Mal davor schon. Okay, weiter geht's. Ariel! Das war sowas von gleichzeitig gerade. Gibt dir einen halben? Warte, wie viel habe ich jetzt? Drei habe ich. Ich habe auch drei. Was haben wir jetzt? Dreieinhalb? Dreieinhalb? Oder jeder einen? Guck mal, wie sozial wir sind. Wir teilen uns sogar. Ja, siehst du, oder? Nein, dann lass lieber jeder einen machen, weil mit halben Punkten kann ich nicht gut zählen. Ach, da hast du nicht genug viel dafür. Wie mache ich denn dreieinhalb? Nein, dann machst du dreieinhalb und dann machst du viereinhalb. Also haben wir jetzt jeder einen lassen? Jeder eine dazu, also jeder vier. Ist sie nicht bezaubernd schön? Kannst du in Englisch? Wie ein Bild erschreckt, doch zeigt ihr Gesicht nicht alles. Hab ich heute nicht mehr. Wahrscheinlich. Du weißt nicht, wie sie sie wie heißt das nicht? Ich küsse sie doch. Bergbrüder? Das oder Merida? Was Merida? Disney? Disney Pixar, ich weiß nicht. Shit, aber Toy Story war auch dabei. Oder Pocahontas? Nee, komm mal nicht. Aber das hört sich so nordisch an. Ich glaube, das ist Bärenbrüder. Oder Merida. Ich sag also, Bärenbrüder. Ich sag Merida. Das ist Lilo und Stitch. Sowieso Thema nordisch. Kein Kommentar, einfach weiter. Wir haben Ahnung. Die Geografie solltest du nochmal belegen. Echt auf Leistungskurs, ja. Okay, also es war nicht nordisch, es war Lilo und Stitch. Bärenbrüder ist aber auch ein schöner Film. Ja. Oh. Den ganzen Tag nur Cinderella. Entschuldigung. Aschenputtel heißt der Film. Cinderella, ich hab's schon gesagt, weil ich zu sehen habe. Weißt du, Aschenputtel? Ja. Na, das heißt Cinderella, also du kriegst einen Punkt. Ich habe nicht mitgezählt. Hatte ich jetzt. Ich habe jetzt fünf. Du hast vier. Vier, okay. Weil Lilo und Stitch ja keine Ahnung. Stimmt. Vielleicht fliegt meine Zigarre auf. Ich habe gehört, dass Pferde wie Hunde bellen. Und dass ein Frosch einen Storch küsst. Küsst den Frosch? Und ich sah, dass Fische spazieren gehen. Doch nie wie ein Elefant fliegt. Ist ja albern. Ich sah noch nie, wie ein Elefant fliegt. Dumbo. Ich habe gesehen, wie Vögel. Habe ich auch noch nie gesehen, aber Elefant fliegt. Doch, Dumbo stammt. Dumbo, ja. Also die sechs. Seid ihr Freunde noch? Bernhard und Bianca? Ich nie gesehen. Weiß ich nicht, ob das ist. Also warten wir's ab, ob sich einer irrt. Kapp und Kappa. Ah, okay. Okay. Hätte sein können. Okay. Hätte klappen können. Schneewittchen? Meinst du vor Ort der Szene stattfällt? Anastasia? Nein. Aristocats. Das ist Aristocats. Weiß ich nicht, hat irgendwas mit Katzen ja, gesagt. Ja, Aristocats. Aladdin. Weiß ich nicht. Ist Aladdin? Du bist jetzt Schwergewichten und Schwein. Du hast ein regelrechtes Arsenal. Warte, das heißt so, wie das heißt. A friend like me. Ja. Freundschaft vorbei, das heißt das irgendwie. Also 6-6. München, bitte sehen. Dschungelbuch? Schneewittchen? Nein. Ich kenn das. Alice in Wonderland. Ach, mein Gott, nein. Nie gesehen. Nur die Johnny Depp. Ey, supercalifragilisticexpialidocious. Dieses Wort klingt deutsch. Wie heißt denn die Mary Poppins. Supercalifragilisticexpialidocious. Nie gesehen. Ja. Jetzt hab ich aber überlegt, haben wir sogar Musikunterricht gesungen. Als Junge war ich sehr gehemmt und stotterte herum. Ich bin der König von Dschungelbuch. Grüße Kletter Max. Spring ohne Hast von Ast zu Ast, das ist für Sportler ein Klacks. Ich würde lieber auch Mensch sein und rollen durch die Stadt. So ein Mensch hat's gut, ich aber hab das Affenleben hier satt. Oh, du wie du, ich spreche dann wie du.
Kindes. Ist das Merida? Das klingt jetzt nordisch, aber ich hänge mich nicht mehr aus dem Fenster voll, was wieder uns ist. Ja, das ist Merida! Merida! Ja! Ich habe jetzt gleich Merida sagen gedacht, nee, komm. Winnie Pooh? Wäre ich nie draufgekommen. Also doch, jetzt bei dem Text, ja, wäre ich draufgekommen, aber... Ich hab oft geträumt, es wird einst geschehen, dass sich Leute freuen, dass ich weint bin. Von dem Jubelchor... Arielle ist es nicht nochmal, ne? Herkules. Hast du das jetzt gewusst oder hast du... Na, ich hab überlegt. Nein, das stand da schon. Okay, also das ist kein Punkt, das stand da schon. Okay. Aber ich habe überlegt, wem die Stimme gehört. Das ist auch... Ach nee, das ist Robin Hood. Und sie lachen und sind fröhlich, weil jeder das gern mag. Ja. Das heißt sogar Ude Lilly. Ja, ich weiß. Mulan? Nein. Kann nicht schon wieder Mulan sein. Der Klöckner von Notre Dame. Den habe ich auch nur einmal gesehen. Wieder kein Punkt. Weißt du noch, wie viele du hast? 10. Ich weiß nämlich nicht, wie viele ich habe. Wir schreiben es dann. Schneewittchen. Schneewittchen oder Dumbo? Nee, Schneewittchen. Ich weiß nicht, das klingt immer alt. Stand es gerade da? Nein, stand nicht da. Also. Ja. Das klingt immer alt und da tippe ich auf Schneewittchen. Ja, ich weiß nicht, weil Dornröschen singt ja auch so hoch. Ja, das stimmt. In dem einen Lied. Aber Schneewittchen singt extrem hoch. Ja. Madagaskar? Oliver und Co. Ist das das mit dem Kätzchen? Das habe ich nämlich auch noch nie geguckt. Was ist denn das? Ist das Nightmare Before Christmas? Ist das ein Disney-Film? Ja! Oh. Ich wusste, aber kenne ich das. Ich liebe das. Das gibt es übrigens auch bei Prime, ne? Ja. Oder Netflix, eins von beiden. Ach, das war's schon. So richtig. Warum, das war's schon? Also ich habe jetzt gewonnen. Ich weiß auch nicht mehr, wie viele Punkte ich hatte. Ich habe nicht gewonnen, wollte ich sagen. Also ich habe 10. Ich weiß es nicht mehr. Wir müssen es, glaube ich, nochmal angucken. Dann schauen wir uns das jetzt nochmal an. Und dann wird der Gewinner gekürt. Also. Jetzt kann ich mich nicht mehr konzentrieren, weil ich... Ich will das gar nicht sagen. Okay. Wir haben das nochmal angeguckt. Soll ich machen? Okay. Also wir haben es gerade nochmal angeguckt und Jule hat leider nicht gewonnen. Egal, das habe ich jetzt nett gesagt. Okay. Geht wieder. Ich kann übrigens auf Kommando heulen, von daher. Ja, ich auch. Aber möchte ich jetzt nicht, weil ich habe keine Wasserfeste im Wald. Ja, also Michelle hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Party! Okay. Party, Party! Party! Alle Drinks auf mich! Hoppla. Das nehme ich jetzt wirklich. Das habe ich nie gesagt. Ja, auf jeden Fall habe ich gewonnen. Hat Michelle gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Dafür habe ich die Weihnachtschallenge gewonnen. Haben wir da eigentlich auch eine Krone gemacht? Ja. Machst du mir da jetzt wieder eine Krone? Da hatte ich eine Weihnachtsmütze, habe ich mir da aufgesetzt. Machst du jetzt eine Disney-Krone? Ja. Okay. Das. Okay. Sehr gut. Ich wollte mich nochmal dafür entschuldigen, dass ich mir ständig beim... in die Haare fasse! Ich wollte mich auch dafür entschuldigen. Das ist doch voll der Tick von mir. Ich weiß nicht, dann lass jetzt deine Hände unten. Okay. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Michelle noch öfter sehen wollt, dann gebt einen ganz großen Daumen nach oben. Und schreibt euch doch... schreibt... So kriegst du es hin. Und schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr alle die da erraten hättet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!